Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. In der letzten Folge habe ich ja hier Herrn van der Linde ein bisschen dabei geholfen, die Forstarbeiten bei Herrn Schneider zu erledigen. Wir sind hier auch schon ein bisschen weiter gekommen. Wir haben schon die ersten Dinge hier zu Hackschnitzeln gemacht. Es ist allerdings auch noch eine ganze Menge zu tun. Ich merke allerdings auch, die Uhr tickt und wir müssen ja noch ein bisschen was auf dem eigenen Feld machen. Ich helfe immer gerne, aber am liebsten helfe ich, wenn nicht so viel auf der eigenen Farm zu tun ist. Herr van der Linde, ich kann jetzt noch ein bisschen helfen, aber ich habe auch ein bisschen die Zeit im Auge. Wenn Sie jetzt noch eine große Aufgabe hätten, dann würde ich das jetzt noch schnell mit Ihnen angehen und mich dann so langsam wieder in Richtung Heimat aufmachen. Alles klar. Sind Sie mit kniffligen Aufgaben vertraut? Nee, ich habe forstmäßig hab ich überhaupt keine Ahnung. Aber Sie haben jetzt schon erfolgreich den MP-Truck bedient. Ja, genau, das hat ganz gut geklappt. Na, alles klar, dann haben wir gleich eine Herausforderung für Sie. Und zwar, den einen Baum da vorne haben Sie ja mitbekommen, der ein bisschen knifflig zum Fällen war, das habe ich jetzt erledigt. Nur den Baumstamm müssen wir da jetzt irgendwie rausbekommen, ach, ohne dass wir den Stall von Herrn Schneider abräumen. Wenn der merkt, dass hier irgendwas dann steht, wollen wir es nicht andersrum machen. Sie gehen in den MB-Truck und ich sag Ihnen, wo Sie ziehen müssen. Wenn Sie sich dabei wohler fühlen, aber ich denke, Sie wollen eine Herausforderung wachsen. Grundsätzlich nehme ich jede Herausforderung gerne an, aber ich habe ein bisschen, Sie wissen, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, ich teile mir mit Herrn Schneider auch ein Güllefass und vielleicht machen wir noch solche Aktionen in Zukunft. Ich würde ungern hier irgendwas beschädigen und Sie sind Forstprofi, ich überlasse Ihnen das dann. Also in Kurzform, Ihnen ist es lieber, wenn ich was beim Herrn Schneider beschädige. Richtig, Sie haben es gut durchschaut. Ich kenne mich aus. Okay, dann würde ich sagen, machen Sie den ready, ich kann alles ja nochmal hier ein bisschen was an Hackschnitzeln. Ach nee, Sie haben das hier schon umgebaut, okay. Ja, musste ich auf die Seite stellen, sonst haben wir ein Problem. Na gut. Ich glaube, er ist ready. Das hier war nämlich der Baum, der hier so ein bisschen blöd stand. Das sieht richtig kahl aus, Herr van der Linde. Ja, es war jetzt man macht doch richtig hier. Licht und Platz. Sie sind nicht der Einzige, der sich größere Geräte kauft und da wurde hier schon jetzt bemängelt, dass man hier nicht mehr schön um die Ecken kommt. Jetzt hier, aber auch ohne die Bäume kommt man hier nicht mehr schön um die Ecken. So. Gut, ja, dann greifen Sie den mal und dann müssen Sie hier gucken. Gut, hier das rechts ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Beziehungsweise von Ihnen aus links. Ja, greifen Sie noch ein bisschen, ja. Ziehen. Oh, kann ich den hier irgendwie per Hand ein bisschen zur Seite? Warten Sie mal, ich trenne den mal kurz ab hier. Und dann tue ich den Ast mal hier zur Seite, dann schleppen wir den nicht mit. Ah, ich muss den nochmal trennen, Moment. So. Okay. Tun wir den mal zur Seite. Dann machen Sie mal weiter. Immer schön langsam. Hoppala. Ah, jetzt haben Sie ihn verloren hier. Ah, das ist schon. Ich muss auch nochmal zur Seite. Ist ein bisschen knifflig hier. Also solche Forstarbeit im Wald stelle ich mir ganz cool vor, aber an solchen Stellen hier ist anstrengend. Ah. Möchte ja nicht greifen. Soll ich vielleicht nochmal irgendwo durchtrennen? Nee, dann werden wir das ganze Stück hier rausziehen, sonst können wir nochmal viermal fahren. Na gut. Auf der anderen Seite hier angreifen, das sollte dann besser funktionieren. Ah, ja, sieht gut aus. Das sieht ja besser müssen aus. Den irgendwie ziehen, ne? Also das, weil in der Breite wird er natürlich nicht da vorne langkommen. Oh Mann. Spannende Aktion hier. Ich hoffe, dass hier nichts beschädigt wird. Nicht, dass dann heißt, Herr Meier. Bisher habe ich hier von Ihnen gehalten, aber jetzt... Warten Sie mal, ich mache mal dieses Ästchen hier vielleicht noch kurz ab. Das wäre hervorragend. Kriege ich das noch irgendwie ab? Ja. Jetzt gucken wir, dass wir ja der Betonmauer nicht streifen. Ja. Ich meine, das wäre das geringere Problem. Aber eigentlich müsste es klappen. Also Sie haben den in einer ganz guten Position. Ja, Hammer. Sie müssen hier beim Rohr aufpassen. Ja, ne? Das habe ich gerade gesehen. Ja. Das sieht doch gut aus. Vorsicht! Sie verlieren ihn. Fahren Sie mal vor. Na gut, jetzt Angreifen. Ja.
Aber jetzt liegt er zumindest gerade, soweit ich das bewusst. Man muss das Positive sehen, wa? Genau nochmal. Ah ne, ich glaube, das bringt gar nicht hier. Ja, warten wir mal, bis diese Aktion hier durchgeführt ist. Okay. So, jetzt ist es nochmal gegriffen. Aber jetzt nochmal einen schönen Zug hoffentlich. Ja, das sieht gut aus. Versuchen Sie nochmal ein bisschen einzulenken, sonst bleiben Sie da vorne an den Büschen hängen. Oh, 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 oh. Ah, Baumstamm ist da im Hintergrund, deswegen ein bisschen schräg. Wo? Moment, ich kann vielleicht. Lassen Sie mich den kurz. Nee, weg. Das ist nur der Baumstumpf. Ach so. Muss ich damit aber Fräse vielleicht kann ich den ja nochmal. Vielleicht kriege ich. Zumindest ein bisschen kriege ich den noch weg. Warte mal. So. Jetzt. Gucken Sie mal, ob Sie weiterfahren können. Ja? Ja. Ich nehme das mal weg, diese Scheibe. Oder. Gut. Im Dickicht hier. Man sieht nichts, man hört nur. Und wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Können wir nichts mehr machen. Gut. Aber dann haben wir den hier jetzt auch rausgezogen. Dann hoffe ich, ich konnte hier ein bisschen nützlich sein. So, ich würde mal sagen, Operation geglückt. Patient nicht tot, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass das jetzt zu Ihrer Zufriedenheit war und dass Sie hier auch noch erfolgreich Ihre restlichen Arbeiten machen. Ja, herzlichen Dank für die Hilfe. Würde mich freuen, dass Sie vorbeischauen irgendwann wirklich. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Das werde ich auf jeden Fall machen und dann werden wir mal richtig Forst machen, mal ein bisschen länger. Und dann gucke ich mir mal Ihre Maschinen an. Das war jetzt nur eine kleine Einführung. Ich lasse Sie mal hier alleine und fahre mal wieder zurück. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Danke, gleichfalls. Tschüss. Okay, das war doch ganz nett mal Herrn van der Linde näher kennenzulernen, hier mal ein bisschen mitzuhelfen. Es war natürlich jetzt nicht das Produktivste, was wir hier gemacht haben. Das ist ganz klar. Das möchte ich hier überhaupt nicht beschönigen. Aber wir haben auch nicht ganz wenig gemacht und haben uns zumindest mal angeguckt, was Herr van der Linde in dem Dorf hier so macht. Und wenn wir selbst mal Arbeiten haben, dann können wir den ja vielleicht auch mal ordern. So, dann schauen wir mal, was da vorne auf meinen Feldern hier passiert. Es sieht ja schon, da ist Frau Stern, glaube ich, gerade unterwegs noch. Gucken wir doch mal kurz, weil ich mach mal kurz Warnblinker an und dann bleibe ich mal kurz hier stehen. Frau Stern! Herr Meier, ich bin soweit fertig. Ach, das ist ja hervorragend. Hat alles geklappt? Ja, sehr gut. Ich verkaufe jetzt gerade noch die letzte Fuhre und dann... Was wollen Sie dafür haben? Einen kleinen Obolus nehme ich gerne an. Das heißt für Sie? Da bin ich schlecht im Schätzen, das überlasse ich Ihnen. Ich würde sagen, 500 Euro? 400 Euro? Mach mal. Alles klar. Sollen Sie bekommen, dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise und wir sehen uns ja bald wieder. Spätestens, wenn wir unseren Hafer vorbeibringen. Das können wir jetzt machen. Machen wir bald. Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Also Herr Grünewald ist, glaube ich, oder Grünwald ist hier, glaube ich, noch damit beschäftigt, das Feld zu grubbern. Da müssen wir dann bald auch weiter ansehen. Aber Herr Schmidt hatte sich ja bei uns gemeldet. Und zwar mit der Bitte, dass ich doch meinen Drescher da wegfahren soll. Das war tatsächlich ein bisschen unverschämt von mir, dass ich den da einfach habe stehen lassen. Hätte mir klar sein müssen, dass sich Herr Schmidt meldet. Ich weiß auch gar nicht, was der eigentlich hier will. Der muss hier doch gar nicht lang, oder? Naja, wie auch immer, wir gucken mal, wo er jetzt ist, wo der jetzt hingestellt wurde, weil ich hatte den, glaube ich, hier vorne hingestellt. Und da müssen wir jetzt mal sehen, wo er... Hier, da ist er ja. Ah, der ist einfach nur ein bisschen von der Straße runtergestellt worden. Ein bisschen unter die Bäume, gut. Dann würde ich sagen, dann fahre ich den Wagen mal hier hin und dann fahren wir mit dem Drescher nämlich aufs nächste Feld. Dann können wir da schon weitermachen. Beziehungsweise... Können vielleicht, wenn Herr Grünwald gleich fertig ist, können wir den vielleicht hier weitermachen lassen. Das ist übrigens die Wiese, die ich mir hier bald kaufen möchte für den Kuhstall. Hier ist auf jeden Fall genügend Platz. Ist dann halt ein bisschen blöd, dass es hier eingezäunt ist. Ja, da kann man nichts machen. Müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwie wegkriegen, diesen Zaun. Oder vielleicht lassen wir den auch hier als weitere Sicherung, weiß ich nicht. Aber hier soll auf jeden Fall nach meinen Plänen später der Kuhstall hin. Und das Windrad, das soll direkt an die Halle. Das soll also dann direkt auf den Hof.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einmal. Ich weiß gar nicht, wem die Wiese im Moment gehört, aber ich würde sagen, die nutzen wir jetzt einfach mal. Da wird schon nichts schief gehen. Und dann nehme ich mir mal hier dieses Schneidwerk. So. Okay, und dann geht's zum Feld und ich gucke mal, wenn Herr Grünwald gleich fertig ist, dann kann er vielleicht auch hier den Drescher bedienen, dann fahren wir noch ein bisschen ab und können dann uns auch einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was noch so zu tun ist, denn ich glaube, die Hühner müssen noch gefüttert werden, das muss jetzt relativ bald gemacht werden. Da haben wir ja den Güldner mit dem Frontlader. Vielleicht mache ich das mal als erstes, bevor ich hier mit dem Feld starte. Ich glaube, ich bringe den noch schnell in Stellung. Leer ist er auf jeden Fall, also das heißt, wir können... Ne, ich mache jetzt hier, ich fange hier kurz an. Das ist ja, ich glaube, das ist das richtige Feld, ja. Okay. Wir fangen hier kurz an, machen hier schon mal eine Bahn und dann gehe ich gleich schnell rüber und werde versuchen, nochmal einen kleinen Überblick über den Hof zu bekommen, denn ich denke, da ist eine ganze Menge zu tun. Gut. So. Man muss sich noch ein bisschen konzentrieren, das ist ja alles noch neu. Und klar, man ist hilfsbereit, man guckt gerne mal beim Förster vorbei, man guckt gerne bei den Nachbarn vorbei, spricht auch gerne mal mit der Pferdewirtin, aber ich merke, man kommt zu nichts, ne? Also, ich meine, wir schaffen schon hier eine ganze Menge, muss ich ja sagen. Wir haben jetzt hier Weizen, ernten wir gerade, den Hafer können wir rüberbringen. Aber es sind auch echt viele Arbeiten, die sich langsam anstauen hier und ich möchte ja noch weitermachen, ich möchte ja noch hier erweitern. Und bald soll auch das Windrad hier erbaut werden. Das heißt, ja, wird sportlich, was wir hier noch so im Terminkalender stehen haben. Gut, aber ich mache jetzt erstmal hier die erste Bahn noch fertig. Und dann, den müssen wir auch öfter mal abtanken. Der wird hier relativ oft. Wobei, wenn ich jetzt noch weiterfahre, dann habe ich es relativ weit zurück. Nee, ich stopp den hier mal kurz. Gehe dann einmal schnell zurück. Herr Grünwald, stoppen Sie mal kurz. Ja, Herr Grünwald. Mayer. Sie sind ja hier schon ganz gut weit gekommen. Wie lange meinen Sie, brauchen Sie noch? Ich brauche noch einen kurzen Moment. Ich denke mal so ein, zwei Stunden. Circa eine Stunde bis maximal zwei Stunden, dann bin ich hier durch. Okay, könnten Sie einmal gleich kurz den Hänger mitnehmen? Ja. Und zum anderen Feld bringen? Dann könnte ich das nämlich selbstständig abladen und Sie könnten hier weiter grubbern. Ja, klar, mache ich. Das wäre nicht schlecht. Sofort her. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, kümmere ich mich dann bald noch um die Hühner. Ist in Ordnung. Haben Sie Hühnerfutter schon bestellt? Ach ja, stimmt. Das habe ich schon alles, das ist sogar schon da und so. Das ich muss es glaube ich noch bezahlen. Ja, richtig. Aber sonst passt das alles. Also eine ganze Menge zu tun, aber ich muss erstmal wieder hier den Überblick bekommen. Kriegen wir schon hin, Herr Mayer. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch gutes, frohes Schaffen. Wenn Sie gleich die Bahn fertig haben, können Sie einmal kurz den Anhänger nehmen und mir den rüberbringen und dann machen wir so weiter. Jo, wie ist denn New Holland so? Eigentlich ganz super. Wollen Sie selbst einmal eine Runde fahren? Ich würde es vielleicht später machen. Wir haben den ja, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Also okay. Können Sie auch gerne mal selbst eine Runde fahren? Ja, machen wir mal nachher, wenn die Arbeit sozusagen geschafft ist. Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Gut, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Alles klar, dann ist das also auch, soweit läuft es auch soweit. Dann kann ich nämlich eigenständig da weitermachen und muss nicht auf Herrn Grünwald warten. Das dauert ja doch noch ein bisschen. Ich würde sagen, wie wir hier weitermachen, wie wir hier mit den Hühnern weitermachen, wie wir die nämlich füttern werden und wie wir das Feld weiter bestellen werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Mich würde das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben in dieser Folge nicht nur dem Förster ein bisschen geholfen, sondern haben auch auf unserem eigenen Hof ein bisschen weitergemacht. Es wächst und gedeiht und vergrößert sich hier alles langsam, aber sicher. Und ich bin mir sicher, in den nächsten Folgen wird es noch richtig spannend und es wird weitergehen hier. Gut, also wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir diesen New Holland hier behalten sollen oder ob wir den nicht nehmen sollen. Ich meine, wir brauchen noch einen zweiten größeren Schlepper hier. Das wäre so ein Ding, das könnten wir unter Umständen nehmen. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, da müssen wir nochmal das Feedback von Herrn Grünwald abwarten. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben bzw. abstimmen, ob ihr den behalten würdet oder doch ein anderes Modell nehmen würdet. Gut, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!